Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich wegen des Auslaufens der Bundesnotbremse für eine neue bundesweite Corona-Obergrenze ausgesprochen. Es könne immer wieder passieren, dass es lokale Ausbrüche gebe. Gerade auch mit Blick auf Virusmutationen sei es wichtig, dann zu reagieren. Dafür brauche es Regeln. Die Bundesnotbremse wurde im April verabschiedet. Mit ihr sollen bundesweit einheitliche Regeln bei einem Inzidenzwert von über 100 festgelegt werden. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Mertens hat um Verständnis geworben für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona. Den Kindern bietet man ja kein Lakritzbonbon an. Das ist ein medizinischer Eingriff und der muss eben entsprechend indiziert sein, so Mertens wörtlich. In Sachsen können sich Jugendliche ab 14 Jahren ab sofort auf dem Impfportal registrieren lassen. Die Priorisierung gilt aber weiter, das teilte das Rote Kreuz mit. Na klar, das ist die Hauptkampagne.